Und weiter geht's in der nächsten Aufnahme. Wir sind immer noch in diesem wunderschönen Bosskampf mit unserem beliebten Professor Totenkopf. Wir brauchen Granaten. Dringend. Ja, genau. Ich muss hier weg. Scheiß Kerl, ey. Brauche Granaten. Oh, falsche Waffe. Mein Gott, schalt um. Sie wollen mich schwächen. Aber mein Schild zieht seine Kraft aus dem Sturm. Ja, von wegen aus dem Sturm. Mein Gott, wie sollen wir diesen Penner nur besiegen, ey? Wir laden so schnell wir können, aber es wird uns nicht viel bringen. Mal wieder. Oh, doch, es scheint uns was zu bringen. Ich bin ja platt. Aber es verbraucht so viel Strom, dass er sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit immer wieder hochheilen kann. Meine Güte. Ah, Mistkerl! Ja, schießt du nur. Wir sind hier hinter sicher, zum Glück. Meine Güte! Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, ob er einfach nur so viel aushält oder ob wir hier einfach mit der Waffe keine Schnitte gegen ihn haben. Das ist das Schlimmste überhaupt. Oh! Super, so kann man es natürlich auch nicht machen. Ich wollte mir jetzt einfach von hinten die zwei Granaten holen und hoffen, dass wir ihn damit dann erschießen können, aber auch das scheint super funktioniert zu haben. Wow, Deckung! Und es leckt mit jedem Neustart mehr, das ist ja schrecklich. Warum geht das nicht? Warum kommen wir nicht durch diesen Kackzaun? Knarre leer, überladen. Los, doch, schneller. Und in Deckung. Ach, jetzt komme auf mich zu verarschen. Wir müssen durch den Zaun irgendwie. Ich weiß noch nicht so ganz wie. So, damit sind wir erstmal durch. Was? Da war noch was? Oh, scheiß blöd, Mann. Dieser Arsch, ey. Schneiden wir uns hier noch ein Loch in die Karre rein. Oh Gott, das am Laggen ist ja schrecklich. Ich glaube auch fast, das ist der Grund, warum ich den scheiß Zaun da nicht öffnen kann, weil es einfach nur so krass leckt, dass der Strahl anfängt zu laggen und ich damit einfach nicht jede Masche durchgeschnitten kriege. Alter, wie soll man denn bei Lex vernünftig eine Maus führen? Alter, ich fall runter auf 5 Frames. Was? Nein! Schrecklich, was ist denn hier los? Alter Schwede. Ich komm nicht durch den Scheißzaun. Unmöglich, ich komme da nicht durch. Ihr seht's ja selber, ich habe ihn hier komplett kreisrund ausgeschnitten. Es geht nicht, ich komm nicht durch. Ja, lauf noch ein paar Meter, dann kann ich durch mein Loch von gerade wieder zurück. Meine Güte.
So, die Knarre ist voll, das heißt, ich schnapp mir jetzt erstmal die Granate und mach den hier. Sie wollen mich schwächen, aber mein Film zieht seine Kraft aus dem Stumpf. Jetzt kann ich nicht mal mehr schießen. Direkt aus Asgard. Jedes Mal, wenn er versucht, das Schild zu laden, muss ich das machen, denke ich mal, oder? Aua! Arschloch! Na komm, versuch dein scheiß Schild zu laden, dann kann ich dich wieder interrupten. Jetzt schießt er wieder. Lassen wir ihn mal schießen. Oh, wie jämmerlich! Sie fliehen wie eine Kakerlake vor dem Licht. Wenn du das sagst. Haut und Muskeln schützen ihre zerbrechlichen Organe. Nun, meine Waffen sind aus bestem Stahl. Meine Panzerung ist unermesslich. Dieser blöde Bastard mit seinen scheiß Energiekugeln. Meine Fresse, wie sollen wir den Kerl erledigen? Oh Mann, danke. Oder wir müssen das machen, wenn er dieses tolle Schild benutzt, müssen wir eine Granate werfen. Vielleicht überladen wir dann damit er diesen komischen Generator. Und hör auf, diese dumme Kugel immer direkt vor mir zu spawnen. Arschloch. Schieß du nur. Wir nehmen jetzt erstmal die Granate zur Hand. Da ist sie. Los, fang an zu laden. Jetzt spawnt wieder eine scheiß Kugel. Und es leckt wieder. Schieß schon. Los, du sollst dein dummes Schild aufladen. Los. Dieser Wichser, wieder direkt in uns drin die Kugel gespawnt. Lad dein Schild, los. Wieder eine Kugel. Genau in der Wand. Ich glaube, wir müssen auf ihn schießen, sonst passiert gar nichts. Los, lad dein Schild. Laden wir nochmal unsere Knarre. Alter, Granate. Hat das jetzt irgendeinen Effekt gehabt? Ich glaube nicht. Na komm schon. Wieder in uns drin gespawnt. Alter, dieser Penner. Und er lädt lustig weiter. Es bringt ihm nichts. Wir können ihn einfach nicht daran hindern, sein scheiß Schild aufzuladen. Würdest du laden? Danke. Und wieder hat er die Kugel in uns gespawnt. Alter, ist das ein Hurensohn. Ich habe keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen. Absolut nicht. Das gibt's doch gar nicht mehr. Wir können nirgendwo... Jetzt verpiss dich doch mal mit deinen scheiß Kugeln, du Blödmann. Können wir da irgendwo drauf schießen? Nee, ne? Da drauf? Bringt gar nichts. Lex. Oh, wieder eine Kugel. Und das leckt so krass. Ich bin bei 10 FPS gerade. Was ist hier los? Aua. Oh, nee. Knarre ist auch noch leer. Es leckt schrecklich, oh mein Gott. Ich hab irgendwas gesehen, was wir einsammeln konnten.
beim Vorbeirennen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Wir sind so gut wie tot. Nicht durchschießen, das hätte mich auch schwer gewundert, wenn wir es gekonnt hätten. Ach, dieser Arsch, ey. Würdest du jetzt mal anfangen zu laden? Hallo? Spontan gestorben, obwohl die Kugel eigentlich auf der anderen Seite vom Glas war, aber weil wir es können halt. Boah. Wie sollen wir den Penner besiegen? Der kriegt seinen Strom von da oben. Alter, leck das! Ich kann schon wieder nicht schneiden, egal was ich mache, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch, wie ihr seht. Ich kann schneiden, so viel ich will. Passiert einfach nichts, tot. Okay, es bringt nichts, ich setze an dieser Stelle hier einen Schnitt. Ich muss unbedingt rausfinden, wo die Lecks herkommen und mir was ausdenken, wie ich diesen komischen Affen überlisten kann, weil so haben wir absolut keine Chance. Und ja, wie gesagt, ich schneide jetzt mal hier und wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder, nach dem Cut. Alter, und es leckt immer noch so hart. Ja, nicht ganz so hart wie gerade, aber es leckt immer noch. So, da kommen wir durch, das ist gut. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal mit, was wir kriegen können hier. Da hinten irgendwo hat er wieder so eine scheiß Granate hinter uns fallen lassen. Voll, voll, voll. Noch irgendwas. Alles voll. Geh weg. Okay, der soll sich da hinten erstmal austoben. Wir sehen zu, dass wir hier irgendwie rauskommen. Geh weg. Weil ich kann mir nicht denken, dass wir ihn hier irgendwie besiegen können. Wir müssen irgendwie diese komischen Zeppeline oder diese Tesla-Spule da vorne mal lahmlegen, weil damit lädt er ja die ganze Zeit sein Schild auf. Also müssen wir hier irgendwie raus. Ich glaube wirklich, ihn dazu bringen, dass wir... dass er aufhört, auf uns zu schießen, schaffen wir nur, indem wir ihn dazu bringen, dass er sein scheiß Schild neu auflädt. Oh. Ja, jetzt lädt das gerade und in dem Moment müssen wir eigentlich flüchten. Zu langsam. Du bist Granate. Ich hoffe mal, du bist jetzt erstmal langsam. Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat. Ja, hat uns definitiv gesehen, okay. Kommt er hier hin? Kommt er. Jetzt lauf, 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 lauf. Ich glaube, wir haben ihn damit lahmgelegt. Die Frage ist nur, wie lange. Hier ist eine Treppe. Oh! Ich sag gerade noch, wir müssen irgendwas finden, womit wir da oben diesen Zeppelin lahmlegen können. Vielleicht können wir ihn damit aufmuten. Batz! Und tschüss. Zeppelin Nummer 1 geht schon mal runter. Männer mit Familien, haben sie denn keine Skrupel? Wie abgrundtief böse. Das sagt der Richtige, mein Lieber. Jetzt müssen wir hier trotzdem irgendwie rauskommen. Aue. Ich habe keine Ahnung, wie wir es überleben sollen. Ist da drüben noch eine Flak? Ich hoffe es doch mal. Okay, jetzt bleibt wohl nicht viel übrig, außer einfach zu rennen. Lauf, 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 lauf. Springen wir einen Zaun. Geht nicht. Wieso können wir nicht mal einen Zaun? Ah, lauf, 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 lauf. Und lauf, 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 lauf. Scheiße. Hier sind wir erstmal wieder safe. Fuck, wir sind fast tot. Und wir haben kein Medikit und nichts hier. Kurz, wenn er uns einmal anhustet, sind wir Geschichte. Und wir müssen darüber irgendwie. Da ist das zweite Geschütz. Ich sehe es. Ah. Aua. Knarre mehr. Wir waren noch weit genug weg. Warum denn? Da hinten sehe ich Rüstung blinken. Vielleicht kommen wir da irgendwie dran.
Mal gucken, ob wir es schaffen, dahin zu rennen, ohne dass er uns toastet. Wahrscheinlich nicht. Medipack, Rüstung. In Deckung sind wir. Ich bin tot. Das, Alter, das gibt es doch nicht. Wie sollen wir den Typen besiegen? Wir brauchen mindestens 2 Handgranaten und die müssen perfekt sitzen, sonst sind wir am Arsch. Okay. Machen wir das jetzt nochmal so hier. Messer, los, mach die scheiß Kisten auf. Keine Granaten hier? Das ist ein Scheiß. Aber immerhin leckt es jetzt. Ich habe gerade gesagt, es leckt nicht mehr, schon fängt es wieder an. Das kann doch nie wahr sein. Hier möglichst großes Loch reinschnibbeln. Aue. Damit wir hier möglichst einfach rein und raus können. Und wenn, immer wenn ich versuche, ein großes Loch zu schneiden, dann fängt es an zu hakeln und es geht einfach nicht. Deswegen habe ich mich jetzt mal entschieden, die Variante, wir machen viele kleine Löcher, das sollte denselben Effekt erzielen. Rüstung, Medikit. Scheiße, Medikit war verschwendet. Die Waffen brauchen wir gerade im Moment zwar nicht, aber vielleicht brauchen wir sie gleich, wenn wir ihn besiegt haben. Oder wenn wir die... Ha, geh aus dem Weg! So, wir haben 2 Granaten. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt fangen wir mal mit der linken Seite gleich an. Granate in die Flosse und rennen. Rennen, 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 rennen. Haben wir noch ein bisschen Rüstung geklaut. Runter. Und stunnen. Und laufen. Ich glaube, wir haben ihn gestunnt. Das ist sehr schön für dein Schild. Bam. Und Schuss. Wie grausam er fliegt. Hart arbeitende Männer waren an Bord dieses Zeppelins. Da ist ein Medikit. Männer mit Familien. Haben sie denn keine Skrupel? Wie abgrundtief. Lauf, 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 lauf. Wir haben fast keine Rüstung mehr. So. Selbes Spiel wie gerade. Laufen. Holen wir uns mal ein paar Medi... Oh, da sind noch Granaten. Ich habe mir schnell noch eine im Durchgehen geschnappt. Da haben wir nicht gestunt gekriegt. Da haben wir nicht gestunt gekriegt. Wir sind so gut wie tot. Oh, puh. Das werden wir trotzdem nicht überleben, wenn's hier hoch, wenn wir jetzt hier rausgehen. Verdammte Scheiße. Batz! Weg damit! Eine, 2 Granaten haben wir tatsächlich noch. Haha! Ob ich dem von hier eine verpassen kann? Zack! Das scheint super zu funktionieren. Boah. Oh Gott, jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwie töten. Ohne getroffen zu werden, weil wir fast tot sind. Wechseln. Ja! Haben wir ihn gerade überladen? Noch nicht. Keine Energie! Machen wir mal keine Energie! Wow! Es. General, noch bevor dieser Tag vorüber ist, werden Sie mein Messer an Ihrem Hals spüren und aufgeben. Wir haben es geschafft! Jetzt decken wir uns hier erstmal mit allem, was wir finden können, ein. Da ist Sekundärmuni drin und eine Granate und noch Raketen? Nee, leichte Munition, okay. Oh Mann, Messer, los. Medikits, jetzt nehmen wir alles, was wir kriegen können an Medis. Boah, wir haben es geschafft, ich glaube nicht. Ich bin doch gekrabbelt, Herr General. Das wird Ihnen nicht helfen. Ich erwische Sie. Ja, ja, den holen wir uns gleich noch. Keine Sorge, Blesko. Aber erstmal machen wir uns selber ein bisschen gesund. So, die sind voll. Granaten haben wir jetzt genug. Lass uns da bitte Rüstung drin finden oder Medikits oder beides.
Rüstung. Was haben wir denn? Ach, was ist das? Einen goldenen Topf. Oh, super. Und ein Medikit. Perfekt. Boah, ich glaube nicht, ey. Ich habe es ja doch noch geschafft, in den letzten 10 Minuten der Folge den zu töten. Es war eigentlich gar nicht so schwer, nur leider habe ich erst nicht gecheckt aus irgendeinem Grund, dass wir diese dämlichen Zeppeline abschießen können. Aber gut, besser später als nie, hoffe ich doch mal. Was haben wir hier noch Schönes drin? Noch ein Medikit und noch mehr Granaten. Oh Gott, Granaten hätten wir mehr als genug gehabt. Hätten sie nur holen müssen. Eigentlich jetzt, wo wir ihn dann die Zeppeline abgeschossen hatten, mussten wir nur noch eine Ladung hier mit unserer Knarre in die Fresse drücken und dann war es das auch schon. Gewusst wie. Waffen sind sowieso alle nachgeladen, da brauche ich gar nicht nachgucken. Die sind alle voll, weil mir keine Muni verbraucht. Diesmal. Die ist auch voll. So, wo müssen wir jetzt hin? Hinterher springen? Ja, hinterher springen. Wo ist der Penner? Den holen wir uns. So vieles hat sich verändert. Ich war zu lange weg. Sie hatten die Bombe zuerst. Keiner weiß, wie es dazu kommen konnte. Sie haben alle unterworfen. Sie haben unsere Freiheit geraubt. Niedergerissen, was über Jahrhunderte entstanden ist. Sie haben die Welt mit ihrer Macht terrorisiert. Millionen versklavt. Aufstände, Rebellion, Widerstand, zerquetscht unter ihrem eisernen Stiefel. Sie schreiben die Geschichte neu, prahlen mit ihrer Macht. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Aber das ist ein tödlicher Fehler.